Ach du Heilige. Ah, da könnte man hier noch mal drüber jumpen wahrscheinlich. Na, vielleicht gibt es hier doch noch die eine oder andere versteckte Ecke, ne? Junge, Junge, ich glaube, man ist auf jeden Fall tot, wenn man hier runterfällt. Guck mal. Wie niedlich. Was machen die zwei denn da? Die schnuppern sich gegenseitig. Ja, dann wollen wir euch mal gar nicht weiter stören. So. Karte, neuer Ort. Leute, ich habe gedacht, ich habe alles gesehen. Hier, da sind wir jetzt. So, ich kann aber doch nicht so einfach jetzt in den ersten Kartenabschnitt laufen. Das würde ja bedeuten, man hätte auch genauso einfach von hier nach da laufen können. Oder war das hier noch dicht? Ist das jetzt erst geöffnet, weil ich rückwärts gelaufen bin? Hm? Wie ist das in diesem Spiel? Weil ich bin jetzt hier, Stonehenge. Karte neuer Ort. Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Aber hier war ich ja schon mal. Und ich bin auch der Meinung, ich bin hier überall gewesen. Oh, Seerosenblüte. Obsidianklinge, die nehme ich mit. Dann schmeiße ich meine Steinklinge weg. Zack. Molineria-Blatt. Seerosenblüten. Ich glaube, hier kann man im Survival-Modus nichts machen, ne? Sehr interessant. Da ist eine Höhle. Hier, von da bin ich gekommen. Okay, da ist nichts. Dann geht's hier lang. Und da links ist aber auch noch eine Höhle. Ah, guck mal. Kletterstelle. Da hätte ich ja theoretisch auch in den zweiten Abschnitt laufen können. Hier, Karte neuer Ort. Knochen, Blätterbett, Kokosschale, unbekannte Pilze. Die nehme ich mal mit, falls ich mal wieder versehentlich Parasiten bekomme. So, ist hier noch irgendwas? Wie sieht dieser neue Ort hier aus? Ah, wieder eine kleine Höhleneingang. Was bedeutet dieses A2 eigentlich? Das weiß ich nicht. Ja, das war's. Das ist hier nur so ein kleiner Abschnitt. Was aber auch wiederum bedeutet, dass ich hier noch nicht war oder einfach zu schnell durchgelaufen bin. So, dann gehe ich hier mal runter. Karte, neuer Ort. Also selbst hier war ich noch nicht. Da. So, das ist aber der. Nein! Ah, Gott. Ja, herzlich willkommen im ersten Kartenabschnitt. Die ganzen verdammten Schlangen. So, verbunden. Junge, ich verliere ja extrem viele Leben. Wie geht's mir überhaupt? Nicht so gut. Ich trink mal. Trinken. Ach komm. Fünf Schmerzmittel. Ja, dann machen wir es diesmal so. Oh, mein Klapperschlangenfleisch ist verdorben. Meine Paranuss ist verdorben. Die Pilze schnell mal essen. Brauche ich nicht schlafen. So.
dann Nüsse essen. Fleisch, hier Proteine. 30 Proteine. Heieieiei. Ja gut, damit warte ich noch ein bisschen. Dann bringt mir das erst später ein bisschen mehr. So. Ich bin 42,25. 42,25. Ich bin jetzt wieder hier. Das ist der erste Kartenabschnitt. Das ist ein Fluss. Das könnte sogar der Fluss sein, der mich wieder zu meiner alten Base führt. Nee, Quatsch. Das ist dieser Fluss hier. Guck mal, da war ich schon mal. Da ist auch wieder so ein Ding. Hier bei diesem Flugzeug war ich ja selber auch noch nicht, ne? Aber ich hab doch, als ich da getaucht hatte. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Doch. So. Pass mal auf, wie komme ich am schnellsten dahin? Hier gibt es wahrscheinlich keinen Übergang, ne? Könnte nochmal zurück und da nochmal durch. Guck mal, da kann man vielleicht auch nochmal durch. Soll ich nochmal zurücklaufen? Ich meine, wenn ich jetzt hier einfach normal weiterlaufe, das kennen wir ja, ne? Von wo bin ich denn gekommen? Geht schon wieder los. Von hier. So, ich laufe jetzt hier lang. Und dann versuche ich da hinzukommen. Gucken wir uns das mal hier an. Ach, ich muss wieder komplett zurück. Könnte auch eine Sackgasse sein. Egal. Wenn das nichts wird, wenn ich hier nicht langkomme, laufe ich halt wieder über die Brücke, weil ich will ja zu diesem Flugzeug. So, 40, 26. Und wieder hier durch. Was war das? Stein. Achso. Die Schlucht. Ob man da auch unten sein kann. Oder hier. Was, wenn man hier runterfällt? So. Da sind wieder Eingeborene. Challenge accepted. Zwei Stück. Das sind zwei Bogenschützen. Oh, habe ich ihn geheadshottet. Perfekt. Ach, guck mal. Das war ja easy. Der ist verblutet.
Wo sind meine Pfeile? Was sagt eigentlich mein Stammesbogen? 34%. Ups. Ne, Stammesbogen 91, Stammesspeer 34. Wo sind meine Pfeile, Kollege? Obsidian-Knochenklinge. Na gut, ich habe immer noch 9 Pfeile, passt. Ich habe mich nicht treffen lassen. Das ist sehr gut. So, 36, 27. Schauen wir mal. 36, 27. Ach, da bin ich. Jetzt muss ich auf 37, 25. Also Richtung Norden und ein bisschen Richtung Westen. Ja, perfekte. Richtige Richtung. Ah, hier. Nee, von hier bin ich gekommen. Was, wo bin ich? 37, 27, ich habe gesagt 37, 25, ne? Also, ja, eigentlich bis ich auf Wasser stoße, kann ich hier am Fels lang laufen. Ja, das hier ist die Ecke anscheinend. Ob man da langlaufen kann? Sieht mir nicht danach aus. Aber das sieht schön aus, ne? Also ich wäre da gern durchs Gras gelaufen. Aber anscheinend kann man da nicht langlaufen. Würde jetzt echt gern mal so ein Frame bauen und da hochgehen. Aber dann würde ich wahrscheinlich wieder gegen eine unsichtbare Wand stoßen. Wie ich schon mal gemacht habe, ne? Leider. Oh. Gut, das wollte ich jetzt nicht, aber ich habe mir anscheinend wehgetan. Schauen wir uns mal die Beine an. Oh ne. Ah, nur Egel. Okay. So, hier ist das Wasser. Oh. Komm ich hier durch oder sterbe ich, wenn ich hier reinjump? Komm, wir probieren's. Ey, wie cool. Wie cool. Kann man hier tauchen? Na gut. Einmal im Kreis. Nee. Das ist nicht einmal im Kreis. Das ist ein anderer Weg. Was habe ich denn hier schon wieder entdeckt? Leute. Was gibt's hier? Ah, es gibt nicht überall was, wo man lang tauchen kann, ne? Manchmal gibt es auch einfach nur nichts. Oder habt ihr irgendwas gesehen? Nee, ne? Na, das Spiel hat auf jeden Fall noch schöne Ecken, wo man in Zukunft vielleicht ein paar besondere Gegenstände verstecken könnte. Ja, da könnte man mal aus Versehen runterfallen und dann landet man hier, ne?
So. Ah, guck mal. Goodie. So, dann sind wir jetzt hier runtergejumpt und gehen jetzt hier wieder raus. Das Wasser kann man bestimmt hier unsicher, das kann man bestimmt trinken. So, pass auf, wir sind 38, 24. 38, 24. Guck mal, man kann tatsächlich da lang. 38, 24. Oh, ich wäre jetzt hier weitergelaufen. Guck mal, da ist das Loch. Da war ich eben unten. Ist da noch was? Nee, ne? Da ist nichts mehr. Oh, da oben? Da oben kann man bestimmt auch noch hin. Sehr geil. Wer war denn hier schon mal? Hier war doch schon mal jemand. So, jetzt bin ich hier angekommen. Bei 38,22. 38,22. Guck. Ah, guck, hier, guck mal, nicht mal da kann ich lang. Guck mal, da sieht aber auch nach was aus. Guck. Gut, weiter geht's. Jetzt laufe ich wohl zu dem Flugzeugwrack. Also, ich habe damals, also in einer der letzten Folgen, vielleicht sogar in der letzten Folge, wo ich so viel getaucht habe, ne? Oh, guck mal, hier hat jemand was gebaut. Komm, wir speichern mal. Ups, Drecksviech. Früher oder später laufe ich da rein. So, bei dem Flugzeugwrack. Neulich habe ich irgendwo getaucht und da konnte ich doch durch so einen Spalt so eine Öffnung sehen. Und da habe ich so eine Art Flugzeugwrackstück im Wasser gesehen. Ach, das ist das Ding. Ach, cool, wie das klingt. Na nee, gut, das ist, sieht nicht so aus wie das, was ich da gesehen hatte. Oh, kommt man da hoch? So, und meine Frage ist jetzt, ob man da vielleicht von der anderen Seite aus hin kann, um zu tauchen. Holzbett. Ja, hier gab es bestimmt auch was zu looten. Flugzeug, nee, das muss. Guck mal, hier in dem Kartenabschnitt war ich irgendwie tauchen. Hier in dieser Höhle. Ist hier gar nicht mehr drauf. Es muss da unten irgendwo sein. Da. Da müsste ich noch mal hin. Gott, ey, das ist ja jetzt ein ewiger Weg, wenn ich jetzt hier bin. Verdammt, da unten will ich hin. Es gibt hier keinen Weg drüber zu kommen, ne? Vielleicht ja mittlerweile schon. Das war knapp. Wenn hier jetzt eine Kletterstelle wäre, das wäre der Hammer. Oh, kommt man da durch? Karte neuer Ort. Komme ich da jetzt durch?
42-22. 42-22. Höhle. Leute, ey, das ist der Hammer. Skorpion. Na gut, das kann jetzt auch eine Sackgasse sein, aber... Oh, das sieht mir nicht nach einer Sackgasse aus. Oh, eigentlich muss man hier mal runterfallen. Das sieht ja aus, als wenn es da weitergeht. Oh mein Gott. Ich laufe jetzt aber erstmal hier diesen normalen Weg, sag ich mal. Okay, hier geht's wieder raus. Hier geht's rein. Junge, ist das interessant. So, von hier bin ich aber nicht gekommen, ne? Kletterstelle. Bevor ich da jetzt runterkletter, gucke ich mal, wo ich bin. Ich bin bei 43, 23. 43, 23. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, ich würde auch gerne in dieser Höhle jetzt da nochmal mich runterfallen lassen. Karte neuer Ort. Aber ich hoffe halt, ich will jetzt halt nicht falsch laufen. So. Neuer Ort. Ach, jetzt hat er mir einfach nur die Kletterstelle angezeigt, ne? Ja. Ja, geil. Jetzt muss ich Richtung Süden. Perfekt. Weil ich bin ja jetzt hier und ich will ja hier runter. Geil, ey. Als ich die Folge hier gestartet habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, was ich machen will. Und es ist wieder so viel, ey. Hier gibt es schon ordentlich was zu entdecken. Guck mal, ich kümmere mich mal um mich. Ich hau mir jetzt nochmal Energiepilze rein. Dann kriege ich wieder diese komische Nicht-Schlafkrankheit. Und hau mir mal so eine Dose rein. Trinken sollte ich. Perfekt. Ich habe doch alles, was ich brauche. Süden. Guck mal, Bienennest, da gehe ich mal lieber außen rum. Karte. Achso, der Fluss, der geht so schräg, ne? Ja. Dann kann ich den nicht komplett folgen. Gehe ich mal hier hoch. Geradeaus laufen, bis man von der Schlange gebissen wird. Und ich hoffe echt, dass ich da jetzt diese Stelle finde. Denn das wäre dann irgendwie so ein... Ja, das würde die ganze Sache mal wieder ein bisschen abrunden. Weil diese Stelle, wo ich nicht durchtauchen konnte, das ist so ein... Ja, so ein Punkt, wo man nicht weiß, ob es da jetzt weitergeht oder nicht, ne? Geil, wie das hier aussieht. Einmal kurz gucken. 45, 30. 45, 30. Guck, ich bin gleich da. Das ist das schon. Boah, wie cool. Oh, die Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Hier war ich schon mal. Hier haben wir in der ersten Staffel unsere Base gehabt. So, jetzt kann ich aber, jetzt habe ich Taucherausrüstung und jetzt bin ich echt mal gespannt.
was es hier zu entdecken gibt. Ob es hier was zu entdecken gibt. Sieht aber schlecht aus. Tauchen kann man hier auch nicht wirklich. Also tief tauchen. Ah gut, hier geht's jetzt ein Stück raus. Ja, schade. Hier war die Höhle. 33, ne? Ich weiß leider auch die Koordinaten nicht mehr. Vielleicht war es hier 31. Ja, da kommt man halt nicht. Ich kann jetzt nicht weiter Richtung Osten, ne? Da lang müsste ich. Darauf. Kann man da lang? Habe ich mir jetzt was gebrochen? Oder nur ein Egel? Sehe nix. So, das war's. Ja, da müsste ich lang. Ups. Da geht's aber nicht lang. Das ist mal so ein bisschen schade in diesem Spiel, ne? Dass das so begrenzt ist. Habe ich noch blaue Pilze? Nee, ne? Ja, dass man so Gebiete sieht, wo ja, ganz offenbar... Oh! Oh! Komme ich da doch hoch? Wo ganz offenbar Bäume und Pflanzen stehen. Großer Stein. Kann man nicht kaputt machen. Da weiter nach rechts gehe, falle ich runter. Wenn ich weiter nach links gehe, falle ich auch runter. Nein! Okay.
Sind wir schon mal wieder hier? Nein, 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 ja, ich bin wieder auf dem Baum. Oder da auf die Palme. Ja. Gut, ich gib's auf.